Tasche. Oberstes Regal. Da ist auch da, wo der Stromkasten ist, oder? Oh, erst noch hier. Da. Aber ich krieg es nicht. Muss ich mit ihm reden? Also nicht mit ihm, sondern mit Derek. Ich kann das nicht nutzen. Aber der Plan ist schon mal da. Weil ich war auch, weil ich es noch nicht machen muss. Oder weil ich das mit meinem Tod Dingens verkackeiert habe. Ich gehe noch zu Derek und lass mich nicht schlagen, weil ich habe hier, kann ich ja irgendwas tun. Kann ich den Raben wieder zum Platzen bringen und beeindrucken. Dass er sich mit mir verbündet. Wäre eigentlich schon nice, wenn man sich mit den Kindern verbünden könnte. Dass man wieder so eine kleine Anhängerschaft hat. Aber er hat nochmal ins Buch geschrieben, also ging es wahrscheinlich einfach in die Hose dadurch, dass ich jetzt geschlagen wurde. Ich schreibe immer fleißig alles mit. Kannst du nicht mal geradeaus richtig gucken? Muss immer so gucken. Oh, okay, ich muss das nochmal alles einsammeln. Okay, da muss ich ihn nochmal triggern. What the hell are you doing here? You're trespassing. Get the hell out of here. Jetzt hat er zwei. You better leave before I get really angry. Oh, yeah. Closer, es gibt so minimale Bugs in dem Spiel. So minimal. Kann ich nicht einfach den Raben wieder zum Platzen bringen? Raben um Hilfe bitten. Aber mach du mal. What the hell? What the hell are you? Wieder zwei. Okay, ich glaube, das ist ziemlich ungesund. Ja, das ist ziemlich ungesund. Ah ja, ist immer ein Todesdatum. Okay. Der hat auch so einen dezenten Überblick, kann das sein? Mit dem linken Auge guckt er minimal mehr nach rechts. Okay, Derek hat sich jetzt verabschiedet. Ja, wenn er hier, werden ihn nicht so schnell finden. Ja, das ist mir schon klar. Lass ich ihn jetzt einfach da liegen. Okay. Ich versuche nicht mehr irgendwas zu verheimlichen. Das ist okay. Aber jetzt? Was habe ich jetzt damit erreicht? Ich wollte die eigentlich zu meinen Mitstreitern machen. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Na gut, um die auch nicht so oder sonst nicht. Schade. Wir machen eher um die Kleine. Wir gehen mal hier gucken. Hat sich jetzt irgendwas verändert? Ich glaube, es ist noch zu früh, um ihn zu vernichten lassen. Ist er ja noch beschäftigt anscheinend. Ah. Kann ich die nochmal wegkippen? Kann ich nochmal triggern, dass er Derek schlägt, wenn ich die wegkippe? Okay. Ich kann die einfach nehmen. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit machen soll. Aber ich kann sie schon mal nehmen. Ich glaube, es ist auch so eine Sache, die ich eigentlich nicht machen sollte. Kann ich jetzt da eigentlich hinten hin? Nö. Ich mache auch die Tür einfach nicht auf. Hier irgendwo.
meine, ich muss das wahrscheinlich vergiften, dass ich es ihm wieder hinstellen kann. Ich habe nichts dabei zum Vergiften. Ich kann ihm Milch hinstellen. Kann ich ihm einmal jetzt eine Flasche Milch da hinstellen? Das wäre schon ungelustig. Sieht nicht so aus. Okay, ich kann es auch nicht im Klo runterkippen. Hier war ja auch nichts anderes. Nee, nicht so wirklich. Er repariert noch. Oh, dann halt nicht. Und jetzt kann ich eigentlich. Nee, ich kann jetzt nicht das Gift da rausholen. Immer noch zu weit weg. Eine Flasche, er hat aus Prinzip immer die Flasche in der Hand. Okay. Man sagt seine Schwester. Ich glaube, da wird sich auch nichts verändert haben. Ich glaube, ich gehe dann einfach weiter in die Häuser und ich muss nochmal gucken. Eigentlich muss ich ja nur den Bürgermeister da rausholen. Oder den Bürgermeister ärgern. Hello, Lucius. What are you doing here? I would love to play. Okay, das war jetzt nicht so von Vorteil. Da ist noch der Wasserturm. Mein An. Das Dante-Anwesen. Wir sind, glaube ich, vom Dante-Anwesen. Und was hast du jetzt aufgeschrieben? Es wird vorübergehen, okay. Aber vielleicht sind einfach die Dingsanzeigen auch einfach, wie viel Leben die noch haben. Weil die hatte 100% Derek und der ist jetzt nicht mehr ganz so lebendig. Mal sehen. Ja, Tankstelle. Cutscene. Das ist unser Detective. Gas station. Hey, you know, we should say hello. That's Bruce. He's a good guy. Well, not too good, if that's what you're afraid of. Come on. Let's just say hello. Er hat Bruce gefunden. Er hat Teile für das Boot. Oder er wollte die bestellen. Weiß nicht, wer Bruce ist. Na, schon mal viel wert. Ding, ding. Er hat hier alles, der hat Reifen, der hat alle, also Tankstelle halt und Gastronomie anscheinend. Alles mögliche Entzündliche. Wo ist Bruce? Ah, der wohnt in der hinter der Tankstelle. Ist aber auch nice, wenn du deinen Arbeitsplatz bei deiner Wohnung hast, musst du nicht wirklich großartig weit laufen. Da soll die Tür, nicht mehr der Türe raus. Nicht mehr die Türe rausgehen. Okay, er ist hier. Also gucke ich erstmal hier. Hier irgendwas mitnehmen. Vielleicht habe ich hier irgendwo Rattengift. Aber ich glaube, das Rattengift hat man eigentlich weniger in der Küche. Oh, ist ganz schön nebelig hier drin. Haben wir hier irgendwas? Nö, anscheinend nicht. Nichts von großem Interesse. Töpfchen. Na, einige von den Wackelköpfen. Okay, machen wir mal. Bruce, du hast Teile für uns. Jack! I was beginning to wonder when you were going to show up here. How was the trip? Yeah, it was interesting, to say the least. Oh, looks like you brought something with you. Who's this young man? His name's Lucius. He's the Wagner's kid. Oh, yeah, right, right, I remember. You know, your boss came around here earlier asking about you. Oh, yeah? Yeah. What'd you tell him? Well, he asked a little bit about your situation there, and I gave him a sort of, how do you say, not the best answer. What do you mean? What'd you say? Well, he was asking if I think you're still okay, and, you know, if you're still you. So I told him something.
you say? Well, I think my exact words were, suck my balls. You really said that? Nah, actually, what I said was that in my book, you're doing just fine. Yeah. Wir sind Kumpels anscheinend. You'll be fine, don't worry. He's just a washed-up brass that doesn't know his ass from a hole in the ground. Yeah, I know. Okay, das sind echt gute Buddies. Aber Bruce, du hast eigentlich einen Teil für mich oder fürs Boot. Hallo? Detective, wo bist du denn hin? Ich will dir nochmal reden. Anscheinend nicht. Und er verschwindet einfach. Okay, das ist wahrscheinlich einfach alles, was ich noch nicht machen muss. Weil ich wahrscheinlich erstmal Sachen mache, die ich eigentlich nicht machen muss, weil ich alles erstmal angucken will. Ich hier noch eine Cutscene von dir oder bleibst du einfach nur hier stehen, nachdem du dich dahin teleportiert hast? Aber es war eigentlich auch meine Aufgabe, ihn in der Stadt zu finden. Jetzt muss ich nur noch zum Richter. Schauen wir da mal hin. In welche Richtung muss ich denn eigentlich? Irgendwie diese, oder? Ja, da ist nur noch der Richter. Ah ne, das ist Dantan, die nehme ich auch noch hin, okay. Eventuell nochmal zum Friedhof, weil da habe ich mich nicht wirklich umgesehen, aber ich glaube nicht, dass da großartig noch was ist. Und dann müssen wir zum Dingens. Ein Anwesen noch vom Bürgermeister. Den müssen wir noch ein bisschen ärgern, dass der hier bleibt. Okay, er ist nicht da. Hat sich das erledigt? Ja, das hier muss ich noch machen. Aber erstmal, obwohl, dann mache ich das. Haus der Williams, Haus des Bürgermeisters, das ist das hier. Okay, mal sehen, dass ich irgendwas tun kann. Von wegen Alarmanlage. Ich hilf, muss hier hineingehen, aber die Tür ist abgeschlossen. Entweder finde ich einen anderen Weg hinein oder ich brauche einen Schlüssel. Und das war der falsche Knopf. Neue Feuerwehrmesswerte. Das Haus des Bürgers hat einen neuen Feuermelder. Wie wäre es, wenn ich dort gehe und den auslöse? Ja, das. Okay, das wissen wir dadurch, dass man durch den Eingang gucken wollte. Aber das ist okay. Das Küchenfenster. Nee, das ist nicht offen. Er hat auch geschrieben, das Küchenfenster ist offen. Ach, durch das Küchenfenster sehen kann. Ja, da kann man sehen, da kann man gucken. Oh, wirklich! Hat das jetzt funktioniert? Jetzt. Er hat den Herd angelassen, oh nein! Welch Klischee! Schon sehr, sehr klischeehaft. Furchtbares Geräusch.
Ich finde diesen komischen Übergang-Effekt echt seltsam. Hello? Hallo? Hallo. Again? Thanks for the heads up. I'll be right there. Okay, und jetzt muss ich zu ihm ins Büro und da was tun. Können wir machen? Endlich Progress, weil ich wahrscheinlich einfach zu viel Zeit damit verbracht habe, Sachen zu tun, die ich nicht tun müsste. Ist ein Vergnügungspark? Okay, ich kann nicht sehen. McGuffins Haus, Freeman, Schule, Tankstelle, Rathaus. Ist der Freeman? Ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Das ist ein anderes Spiel. Ich glaube, ja, wurde gar nicht so gesagt. Schon ewig her. So, okay. Ich muss Sachen tun. Drehen. Ja, wirklich. Können Sie nicht was Neues ausdenken? Waren das alle drei? Okay, kann ich ihm vielleicht in seinen Krug was reinmixen? Ich habe zwar noch nichts zu mixen. Sein Fancy. Ich will auch so ein Ding haben. What's the matter, son? Ich kann fühlen, wie sich das hört. Maybe we should take you to the doctor. Krone verpasst. Okay. Wird er jetzt ihm den Kronleuchter auf den Kopf fallen lassen? Oder wie soll ich das verstehen? Der hat gar keinen Kronleuchter. Vergesst das wieder. Hallo! Konzentrieren. Was war das jetzt? Gruseliges Kind. Es fällt auch nicht auf, wenn man das macht. Obwohl es eh keiner da sonst. Zumindest im Dorf wohnt kaum einer. Sind irgendwie alle nicht an der Arbeit. Setzt die Macht ein. Oh, lol. Er ritzt ihn aber in den Kopf. Hat ihn jetzt einfach zickzack. Ja, okay, er hat zickzack den Kopf aufgeschnitten. Ich dachte, er malt ihm nur eine Krone auf. Aber ist auch eine Möglichkeit anscheinend. Man sieht schon widerlich aus. Das sieht ja schon ein bisschen cool aus, wie ein Feuer mit der Kurve. Aber schon zwei Tote. Von wie viel sind's? Wie viele Leute haben wir? 24? Im Dorf, ganz generell? So um den Dreh? Wenn's überhaupt. So I think I might have an idea what we should do. There used to be the small amusement park right next to my house. If I'm not mistaken, I think I've left a few things behind when they went bankrupt. I think we could use some of that for recreating the prophecies. Like for instance, we could use that carousel for the fort. Yay! Einfach ein Karussell! Einfach Klugungspark rein und den habe ich irgendwie ignoriert. Ja, wir haben unseren gekrönten Typen schon gefunden anscheinend. An der Rolle an sich hat sich nichts geändert. Ich muss Jack folgen. Ich könnte seine Taschen durchsuchen. Ja, machen wir das mal. Wieso sind wir wieder hier? Ich wäre für Taschen durchsuchen.
Wie komme ich aus dem Haus raus? Wo war der Ausgang? Oh. Ich muss hinters Haus. Ich glaube, das Geräusch von dem bratenden Eier ist auch noch da. Keine Ahnung. Ach, jetzt kann ich hier raus. Machst du das auf? Du passt doch auf, was du tust. Mensch, 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 Mensch. Sag mal, mehr, jetzt so viel Pferde. Er hat ihn da drauf gesetzt. Eine Münze! Yay, ich werde reich! Müsse? Hey, Maschendraht, Pfeile. Wo hat er die Pfeile her? Maschendraht, damit Ketten, Pfeile. Ja, Hauptsache, er hält da fest anscheinend. Gar nicht makaber oder so. Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Jesus, fuck. Ey, du hast den da festgemacht. Was beschwerst du dich? Achso, wir waren das. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, er hätte ihn da festgetackert. Wir haben die Raben gefragt, im Zweifel waren die das. Okay, im Fortschritt. Ich habe vergessen, die Taschen des Bürgermeisters zu durchsuchen. Ich sollte das besser jetzt tun. Habe ich doch. Führungsbad. Operationsbasis eignen. Ja. Aber ich habe da seine Taschen durchsucht. Wo ist er denn? Ja, ich guck, hab ich doch. Ja, was hab ich denn eigentlich? Nö. Ne? Die Münze des vierten Reiters. Sie wird es. Wie es scheint, waren ihr Schicksal vorherbestimmt. Das Schloss des Bürgermeisters kann nicht in sein Haus. Okay, okay, okay. Aber ich glaube, wir brauchen noch vier andere Leute, die mir dahin packen. Okay. Ich glaube, mir habe ich hier erstmal nichts zu machen. Oh. Sultan Hell, benutzen. Hilft die uns? Gibt die uns Tipps? Oder er? Oh, das ist nicht er. Nur lang. Ist auch Sultan, ja, macht Sinn. Sultane sind meistens männlich. Gibt's weibliche? Gibt es da ein Wort für? Eine Aufnahme vom Kopf. Ich wünsche, ich bin groß. Okay, weil ich wäre groß. Ich wünsche, ich wäre groß. Kümmert sich Vater um mich. Ist ja auch schon irgendwie süß. Papi kümmert sich um uns. Aber habe ich jetzt irgendwas gekriegt oder so? Nö, anscheinend nicht. Auch doch. Unser kleiner Junge soll einen Schrecken einjagen, unsere Geheimnisse muss er für uns tragen. Was? Unser kleiner Jungen. Unseren kleinen Jungen sollte er einen Schrecken einjagen und unseren Geheimnissen muss er für uns tragen. Hä? Unseren kleinen Jungen sollte er einen Schrecken einjagen und unsere Geheimnisse muss er für uns tragen.
Okay, es macht jetzt für mich nicht so viel Sinn. Haben die Kinder gesprochen? Der oder den einen, den ich schon gelünscht habe? Okay, eine von vieren haben wir anscheinend ja schon. Autos gut erfahren. Oh, hier. Also Küche. Okay, eine von vier. Wer ist der Nächste? Da. Gekrönter Pferdemensch. Oder Reiter. Horseman ist Reiter. Nee, ein. Ändert sich jetzt darin was? Geht eine auf? Doch, eine geht weg. Dann haben wir vier Reiter, sind dann schon mal vier, dann sind noch drei übrig. Kapitel abgeschlossen. Ja, Kapitel 1 geschafft. Von wahrscheinlich 7. Würde ich jetzt mal annehmen, für jeden Klammer, Punkt, Gedöns, ein Kapitel. Vielleicht noch ein 8. Finale oder so. Zumindest Endboss. Müssen wir wahrscheinlich gegen Gabriel kämpfen.